Hallo und herzlich willkommen und zurück in Naxxramas, und wir machen jetzt den heroischen Bereich und als ersten Gegner treffen wir auf den guten Not nochmal. Der Kampf gegen Not wird kein leichter sein. Ihr wisst ja, Not kennt kein Gebot. Ja, schauen wir mal, wie schlimm es jetzt wird. Ich habe mir gedacht, da wir jetzt ja auf 5-5er treffen werden, nehme ich das Anubrektal-Deck nochmal einfach zum Testen mal als Priester-Deck rein. Und ich muss sagen, es hat sich echt gut geschlagen gegen Not, weil ja, er kann einfach nicht viel machen, wenn man sehr, sehr schnell Diener hat, die mehr als 5 Leben haben. So, ich würde sagen, ja, das innere Feuer ist recht wichtig, falls wir halt eben hier einen Lichtbrunnen, und da können wir auch schon direkt hier eine Lichtbrunnen-Kombo spielen. Das ist natürlich sehr praktisch. Und zum Zweiten hat das Deck natürlich auch gute Tanks drin. Also ihr seht hier auch nochmal, er ruft jetzt halt stattdessen 5-5er Skelette her. Ist jemand verletzt? Erste Runde, wir müssen Karten ziehen, so schnell wie es geht. Deswegen spiele ich die Priesterin. Er kann ja hier eh nur einen Schaden machen. Das ist natürlich perfekt. Das heißt, wir spielen Lichtbrunnen. Und ja, ich gehe, glaube ich, noch mit ihr drauf, ja. Dann können wir in der nächsten Runde weghauen. Beziehungsweise sie wird ja wahrscheinlich geheilt. Er kriegt sie auch nicht direkt weg. Also ist es eine gute okay. Fleischfressende Ghoul ist natürlich immer recht blöd, aber sie wird geheilt. Dadurch ziehen wir eine Karte und kriegen einen Tank. Das ist praktisch. Jetzt können wir den Lichtbrunnen hochsetzen. Entfernen zuerst den Ghoul, damit das als. Ja, damit er sich nicht hochbuffen kann. Nehmen sie noch raus. Wir haben die 2 Coins noch Mana. Wir können entweder einen Brunnen spielen oder wir heilen einfach unseren Brunnen, damit er da bleibt, und kriegen noch eine zusätzliche Karte. So. Okay, er scheint eine gewisse Affinität für Geheimnisse zu haben. Wir bekommen ein Schild, das ist schön, damit hauen wir das schon mal nochmal eins. Ja, perfekt. Na dann. Auch nochmal. Sollen wir das auch nochmal drauf spielen? Ich meine, vielleicht kriegen wir nochmal ein inneres Fall. Ich hau's drauf. Dann ist der Brunnen auf jeden Fall immer da und wir bekommen schöne Heilung immer ab. Was machen wir gegen ihn? Ja, wir nehmen ihn mit dem Brunnen weg. Danach kriegt er ein Geheimnis. Heilen unseren Brunnen wieder hoch. Und ja, schauen wir mal, ob. Okay, es ist kein schlimmes Geheimnis. Er hat Magiergeheimnisse, das heißt, wir denken einfach so, als ob es ein ganz normaler Magier ist, und er dreht unsere Priesterin um. Okay. Wir könnten mit ihr einen von beiden wegnehmen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wir schmeißen ihn mit einem weg. Und er hat einen Gegenzauber. Na klasse. Okay, das war rausgeschmissen. Wir könnten ihn verdoppeln. Haben allerdings kein inneres Feuer. Deswegen würde ich sagen, spielen wir. Ja, wir spielen einmal. Ach, geht ja nicht. Mischt. Dann ihn weg. Entsprechend, oder ja, nicht, dass er dann ein neues Geheimnis, und setzen noch einen Tank vorne hin, damit unseren kleinen Gummis nichts passiert. Und was er jetzt macht, ist natürlich das Ekelhafteste, was passieren kann, denn er setzt uns hier diesen, ja, riesengroßen Schaden hin. Okay. Der muss natürlich als erstes weg, aber dadurch kriegt ihr 2 Schaden. Deswegen setze ich lieber noch nicht. Doch, machen wir wieder mal. Wir setzen sie hoch auf 10.
Wenn wir ihn wegnehmen, kriegen wir zwar zwei Schaden, also das wäre ein bisschen schwer, wir hätten es andersrum gespielt. Aber man weiß ja nie, ob er irgendein blödes Geheimnis spielt. So, jetzt haben wir hier ein Skelett noch dran liegen, aber der Tank sollte das eigentlich aushalten. Und er spielt noch ein Geheimnis. Okay. Wir haben keine Waffe, das ist schön. Er haut unseren Tank weg. Kriegt er dafür nochmal ein Skelett. Bei uns heilt alles hoch. Und wir können unseren... Ja, erstmal wieder einen Tank. Oder wir könnten auch hier unten unseren 10-10er nochmal hochheilen auf einen 20er. Das ist eine Möglichkeit. Aber damit kriegen wir die Skelette nicht weg. Doch, komm. Wir hauen es hoch, machen einen Tank hin. Machen einen zweiten Tank. Damit muss er sich mit beiden abrackern, um den auf jeden Fall wegzukriegen. Sollen wir den noch wegnehmen? Kommen wir den komplett ins Gesicht. So. Der ist auf jeden Fall weg. Er spielt einen Akolyten und geht auf unsere Tanks los, was zu erwarten war. Und spielt nochmal eins. Gut, jetzt können wir ihn umhauen. Komm, auf ihn. Naja, wir wissen ja noch nicht, welche Geheimnisse er genau hat. Ein inneres Feuer gibt es auch noch. War perfekt. So, dann gehen wir auf ihn. Oh, oh, oh. Na, und bekommt einen Eisblock. Und ist damit geschützt. Okay. Next. Nein! Gegenzauber hat er auch noch. Okay. Er hat 20 Schaden auf jeden Fall dran liegen. Wir können nicht auf ihn gehen, dann nehmen wir erstmal. Sollen wir den wegnehmen, dann hat er nur noch zwei Leben. Wir ziehen Karten in der Hoffnung, dass man da was Gutes bekommt. Bitte, 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 bitte. Das sieht gut aus. Eule bringt nichts, weil sein Todesröcheneffekt ist eh blöd. Oder soll ich sie spielen? Nee, nee, ich heile lieber hoch. Ja, das glaube ich am sinnvollsten und beende einfach die Runde und hofft, dass sie nur in mein Gesicht gehen. Kriegt dann 11 Schaden. Macht meinen Brunnen weg. Okay, und hat das Deck jetzt voll mit lauter 5er. Und er heilt uns. Das sind 15, 16, noch 5. Das sind 20. Okay, jetzt kein Ace-Block. Sieht gut aus und wir können mit heiligem Feuer direkt reingehen und haben die Runde auch im Heroischen geschafft. Also ihr seht, Not ist auch mit dem Anno-Prektan-Deck eigentlich sehr, sehr gut zu schaffen. Und er jammert wieder rum. Ja, also das war der heroische Not der Seuchenfurcht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt es gerne nachbasteln, ihr habt es ja an der linken Seite gesehen. Wenn ihr noch weitere Vorschläge habt, wie wir das Deck verbessern können, schreibt diese einfach in die Kommentare und ich danke euch für einen Like oder für ein Abonnement. Bis morgen dann, beziehungsweise bis nachher, bis zu den nächsten Runden. Bis dann. Hearthstone, Heroes of Warcraft.